Selten so angenehm gearbeitet. Ja, das ist so ein bisschen wie Urlaub hier. Vor der Kamera einfach dazustehen und Wendy zu sein, das ist einfach ein tolles Gefühl. Da ist ein Baum, ein echter Baum. Die Anfangsgespräche im Morgenwitz, da waren wir auf engstem Raum sozusagen. Das war super als Drehstart, weil man dann so wirkliches Familienurlaubsgefühl hat. Und diese Filmfamilie ist mir jeden Tag immer mehr ans Herz gewachsen. Und ich bin total verliebt auch in meine Filmkinder, weil die das so toll machen und weil das so ein natürlicher Umgang mit ihnen ist. Das Schöne ist, dass sich unsere Besetzung auch untereinander jetzt so angefreundet haben und sich so gerne mögen. Und das ist wie so eine Clique geworden ist. Die Maske mag ich persönlich echt gerne. Deswegen komme ich öfters in den Mittagspausen mit Henriette und mache eine Art Praktikum. Dann machen jetzt Maske. Geschminkt hat die Jule und die Haare hat die Jette gemacht. Das ist ja wohl der Fall. Das ist doch von meiner Frisur. Bei Wendy war es eine ganz spezielle Aufgabe und auch noch ein Gespräch mit Dagmar, der Regisseurin, wo ich gefühlt habe, sie möchte ein ganz besonderes Tier haben, was Charakter hat, Ausstrahlung und eine eigene Persönlichkeit. Ich wusste, dass das ist das Pferd, das hat blaue Augen. Und es ist sehr ungewöhnlich, ist das intelligenteste Pferd. Ihm macht es Spaß ohne Ende, weil alle um ihn rum natürlich, ja, super. Und er merkt das auch, wenn die Leute lachen und sich über ihn freuen. Ist gut, ich find's toll. Sag mal, weißt du noch, wie's war ohne einander? Am meisten hat mir Svea ganz viel beigebracht, wie man ein Pferd fühlt und wie man es begreifen kann. Und vor allem, man muss immer was sagen, wenn man hinter dem Hintern des Pferds langläuft. Ich finde, es ist für ein 11-jähriges Mädchen eine riesige Hausnummer. Unglaublich. Und die Kleine hat so viel Mut und Stolz bewiesen. Ehrgeiz, ja. Und man sieht, das Ergebnis ist toll. Krass cool. Richtig cool. Am Anfang hieß es, dass ich nicht reiten darf. Damit war ich überhaupt nicht einverstanden. Dann haben die mich halt einmal reiten sehen in einer Szene. Und seitdem war eigentlich klar, okay, gut, du darfst alles reiten. Mit Kindern und Tieren zu drehen, hat den Vorteil, dass viel Rücksicht genommen wird auf die Tiere und die Kinder und alles ein bisschen ruhiger, konzentrierter, gelassener zugeht. Also ich würde sagen, mein Urlaub bei Wendy. Ja. Also diese Interaktion mit Tieren tut ja was mit uns. Ja, so. Und in diesem Fall ist es, hat es ja auch was Märchenhaftes, was es da mit uns macht. Dagmar ist eine echt tolle Regisseurin. Sie ist total nett und weiß auch genau, was sie will. Und sie kann uns gut erklären, was sie von uns möchte. Das macht echt Spaß mit ihr. Ich finde es extrem angenehm, wie sie arbeitet, weil sie so gut strukturiert ist. Sie hat immer eine gewisse Grundruhe. Pferde, Kinder, Schauspieler, auf dem Land drehen, das sind ja nicht alles Studiosituationen. Da muss man vor allem erstmal ruhig bleiben. Mehr Ruhe, die man nach außen gibt, umso mehr Ruhe haben dann alle anderen zum Arbeiten. Man hat so viele Erfahrungen gesammelt und das ist echt einmalig. Und das werde ich nie vergessen. So wie wir heute sind, es bleibt immer, wir zwei sind dafür bestimmt. Das ist doch gemütlich. Schön, dass du da bist. Das war kein Sommer ohne dich. Trefft Wendy und seht, wie alles begann. Hör mal hier, den Max, den kennst du doch noch, oder? Oma, ich reite nicht mehr. Wie, gar kein bisschen mehr? Ich hab's doch immer gesagt, das Wichtigste, wenn einer vom Pferd fällt, sofort wieder aufsteigen. Ein besonderes Mädchen. Findet ein außergewöhnliches Pferd. Du hast Angst. Ich auch. Das ihr Leben für immer verändert. Taufe dich, Dixie.
Was ist das denn? Das ist Dixie, mein Pferd. Es ist mir zugelaufen. Ich hab's gerettet. Guck mal, sie reitet wieder. Bravo! Wendy! Wendy! Ist alles okay? So. Nichts passiert. Der Spaß ist jetzt vorbei. Ich verbiete dir, dich noch einmal auf dieses Pferd zu setzen. Diesen Januar. Ich muss Papa überzeugen, dass wir zusammengehören. Erleb den Zauber einer einzigartigen Freundschaft. Auf keinen Fall steigst du auf das Pferd. Weil es nicht so funktioniert wie alle anderen? Bin ich dir peinlich, weil ich keine Turniere mehr reiten will? Komm, lass uns einfach los. Tom, du fährst wie eine gesenkte Sau. Ich weiß. Hey, pass mal auf, du Schisser. Jetzt bin ich die Nummer 1 hier und bleib das auch. Schluck Schnecken, du Brokkoli. Wendy, der Film. Ab 26. Januar im Kino.